So, da sind wir wieder. Ich habe ein paar Sachen umgestellt. Die Qualität auf Medium anstatt auf True. Und die Standard-FPS-Anzeige auch 60. Weiß ich nicht, ob es jetzt besser läuft. Auf jeden Fall zeigt er gerade 60 an. Auch beim Pfeil. Wenn es da irgendwie wieder zu Komplikationen kommen sollte, dann gehe ich natürlich sofort wieder runter. Und mache irgendwas anderes. Also, es hat geleckt. Ich habe es gesehen. Tut mir auch leid. Aber jetzt lässt es sich nicht mehr ändern. Ich hoffe, auf Medium sieht das noch gut genug aus. Fraps Quality konnte ich aus irgendeinem Grund nicht benutzen. Vielleicht lässt Fraps das nicht zu, da DxTory kommt damit einfach nicht klar. Ich weiß es nicht. Das ist echt schnell am Ende. Ich frage mich echt, wie das in Rapture werden soll. Oder in Hölle, in der Hölle schon, da wird es ja schon erträglich wahrscheinlich. Aber naja, noch kann ich nicht sagen, weiter habe das Spiel durch. Das wird noch etwas dauern mit den ganzen Warp-Zones und so auch noch. Und vor allem mit den Bandagen, das wird ja ein Traum. Warum kriege ich es jetzt nicht hin? Danke. Ja, dafür kriege ich das dann nicht mehr hin. Ja, also echt, das wird nicht schön. Wow, 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 wow. Nicht legen, nicht legen. Vielleicht sollte ich da nochmal springen, um beide Blöcke da wegzuhauen. Am Ende. Sowieso ganz gut, ne? Wenn ich immer springe. Oh Gott, es geht so schnell. Ich will ja auf 30 FPS spielen. Nein. War nur ein Witz. Das tue ich mir nicht nochmal an. Herrlich. Der hätte mich wahrscheinlich sowieso getroffen, egal was ich gemacht hätte. Die Dateien werden auch sehr groß, oder sind auch sehr groß geworden. Ich habe jetzt für eine Dreiviertelstunde 170 GB aufgenommen. Das ist ja noch viel größer als Fraps, wenn mich nicht gerade alles täuscht. Ja, ich hoffe, das ist jetzt auch ein bisschen besser mit der Medium Quality. Dafür 60 nehme ich direkt mit 60 FPS auf. Weiß ich nicht, ob das was hilft, wenn er sozusagen weiß oder wenn er die gleiche, ja, die gleiche Frame-Anzahl hatte, wie es dann auch läuft, das Spiel. Kann auch, dass irgendwas bringt. Fuckhead. Boah, ist das Level. Los, nein! Nein. Nein. Das wäre es fast gewesen, ey. Ich glaub's nicht. Boah, ich spule euch bis zu der Spende nochmal vor. Bis gleich. Es ist einfach cool. Was tue ich hier? Ich weiß noch nichts. Ich sag nichts. Okay. Ab hier, wenn ich sollte, sei nicht wieder da sein. Fuck it. Ja, na endlich. Wenn es keine Bandage gab, dann war es das für das Level. Und für die Welt war es das sowieso. Was mir noch aufgefallen ist, ist das hier. Dieses gelbe Ding hier.
Wenn mich der Tee gar nicht täuscht, ist das wahrscheinlich die Warp-Zone. Die gucken wir uns aber erst an, wenn wir den Rest fertig haben. Also mit den anderen Warp-Zones zusammen. Hell! Begrüßt uns mit 24 FPS. Vielleicht muss ich auch einfach mal öfter die Aufnahme kurz abbrechen. So. Vielleicht hatte das ja schon Sinn, dass Fraps die Dateien aufteilt. Weiß ich nicht. Gretel. Hänsel und Gretel. Hasten Meat Boy im Wald. Wow, 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 yes. Ach, scheiße. Das war doch gar nicht so schlecht, der Versuch. Okay. Oh, das ging ja schnell. Sogar mit Grade A+. Ja, wahrscheinlich genau das gleiche, damit nur ungefähr 20 mal schneller. Ja, okay, da muss ich direkt drauf. Anders geht das gar nicht. Ah, jetzt leck auch noch. Ich muss da wirklich schnell sein. Ja, das war dumm. Also mein Ziel ist es heute noch, die Hölle zu schaffen. Habe auch Zeit, also weiß nicht, wie lange das dauern wird. Oh, das wird aber echt scheiße hier schon wieder. So kurze kleine Sprünge mit der Leertaste ist echt auch ein Traum. Naja, ich habe schon Kaizo Mario mit der Tastatur durchgespielt, da hatte ich allerdings noch Save States. Wie soll ich denn diesen Sprung schaffen? Ich muss aber schon an die Wand, ne? Und da rutsche ich irgendwie immer ab, so. Ja doch, das geht aber. Das geht, ist aber extrem scheiße. Oh, wie es sich für das Spiel gehört. Kurz auf eine Unterbrechung. Und da sind wir schon wieder. Ich hoffe, euch stört das nicht, wenn ich das ab und zu mal mache, aber ich glaube, es liegt tatsächlich daran, dass die Dateien einfach zu groß werden irgendwann. Zum Handeln sozusagen. Vielleicht kann man das irgendwo einstellen, dass er das automatisch macht. Wenn es nicht so eine mega schnelle Festplatte hat, ist das, denke ich, auch nötig. Okay, da muss ich den richtig timen da hinten. Aber... Oh, das ist echt blöd, weil man bleibt da irgendwie so ein bisschen dran hängen. Wie jetzt wäre das so ein Bug. Na. Puss für mich. Oh. Zum Kotzin. Zum Kotzin. Zum. Das war die beste Werbung, diese Cola-Werbung. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Dum, dum, dum. Dum. Ich kann das nicht mehr so richtig, glaube ich. Aber die war geil. Aber davon hatten sie davon eine neue Version gemacht, die war nicht mehr so geil. Also es gibt ja durchaus gute, unterhaltende Werbung. Allerdings, wenn ich dann irgendwie so Werbung zu irgendwelchen Shampoos sehe, wo dann Leute ganz toll lächeln und irgendwie, was weiß ich, dann denke ich mir auch immer, sie sich jetzt auch sparen können. Der Sprung muss echt perfekt sein da. Zweimal habe ich ihn bis jetzt geschafft. Ach, das ist echt blöd. Besonders mit der Leertaste. Meat Boy. Kannst es schaffen. Wenn du dich mal anstrengen würdest. Halt, hab ich ja noch ein bisschen Tipps, dass diese Längen hier weggeht. Jetzt hat er gerade wieder seine Tage hier. Also es müsste ja eigentlich funktionieren, weil Fraps ja auch funktioniert. Also ich weiß nicht, ob dieses Programm halt einfach noch nicht ausgereift genug ist. Brauche ich eine schnellere Festplatte, sollte ich vielleicht nicht auf 4 Cores Aufnahme stellen, sondern auch zwei, weil er irgendwie zwei Meat Boy benutzt, keine Ahnung, was weiß ich.
Ach komm, ich hätte mir einen fallen lassen müssen. So, das dritte Mal, dass ich den Sprung geschafft habe. Danach ist das eigentlich recht einfach, das Level. Nein. Ja. Was soll denn? Okay, dann wird es doch nochmal ein bisschen kacke. Warum lasse ich mich nicht einfach fallen? Ich weiß doch, dass das funktioniert. Aber mein Gehirn hat da irgendwas gegen. Ja, jetzt leckt es gerade wieder. Oder ich muss Google Chrome schließen. Google Chrome ist ja zwar nur ein Browser, aber verbraucht ja trotzdem ziemlich viel Leistung. Ja, da hätte ich stehen bleiben müssen. Langsam glückt mir der Sprung hin öfter. Der Sprung ist noch kein Problem. Unten wird es allerdings ein bisschen eklig. Aber haben wir jetzt auch geschafft. Jetzt wird es erst richtig scheiße, ne? Das ist ja kacke. Da kann ich mich ja nicht mehr sicher fühlen hier. Aber wir haben es geschafft. Sehr schön. Gut, dass das nicht schnell ist. Hm. Am Anfang hier hoch, dann hier direkt weiter und vielleicht sollte ich da wirklich noch mal einmal ganz wegspringen. Gehe ich da besser in der rechts lang sogar? Ja, eigentlich schon, ne? Nee, da bin ich viel zu langsam für. Ich muss so ein bisschen Abstand zu dem Ding aufbauen schon. Oh, fuck. Da muss man aber richtig scheiße schnell sein schon wieder. Das ist eklig, das Level. Das könnte auch ein Traum werden. Sieht schon lustig aus, wenn ich das vorspule. Wow, 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 oh, Gott. Wäre es eigentlich schneller? Nee, das wäre nicht schneller. Hm. Das ist wieder so ein... Du musst es perfekt schaffen, sonst schaffst du es gar nicht. Ding. Oder annähernd perfekt. Gott, da muss ich dann noch so hochrutschen, dass ich diesen letzten Sprung noch schaffe. Diese eine Stelle da, die muss ich ein bisschen besser, glaube ich, machen. Das nehmen wir schon einiges an Zeit sparen, die hier. Indem ich nämlich einfach direkt gleich auf das nächste springe, sozusagen. Das ist bestimmt möglich. Hm, so aber nicht. Und ich mache das einfach ganz...